Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich Pflaumenmus mache. Ich habe hier 1 Kilo gewaschene Pflaumen. Eine Pflaume wird eingeschnitten und der Kern entnommen. Dann wird sie vollends halbiert und da die Schale beim Kochen nicht so sehr zerfallen wird, wird die Frucht dreimal quer durchgeschnitten. Diese Arbeit lässt sich schneller erledigen, wenn man zunächst alle Pflaumen halbiert und dann alle Pflaumen zerschneidet. Das liegt daran, dass man nicht ständig umgreifen muss. Die klein geschnittenen Pflaumen werden in eine große Pfanne gegeben und zunächst bei geringer Hitze aufgesetzt. Zunächst lasse ich es langsam angehen, denn es wird kein Wasser in die Pfanne gegeben und die Früchte müssen erst zerfallen und ihre Feuchtigkeit abgeben. Das Mus entsteht beim Kochen durch das Verdampfen des in den Pflaumen enthaltenen Wassers. Was übrig bleibt, sind Fruchtfasern, Fruchtzucker und viel Geschmack. Deswegen benutze ich auch eine große Pfanne, da ich beim Kochen eine möglichst große Oberfläche im Sinne von großer Durchmesser haben möchte. Zwischendurch rühre ich die Pflaumen auch regelmäßig um, damit die Hitze gleichmäßig verteilt wird. Sobald die Früchte zerfallen, kann die Hitze hochgedreht werden. Anfangs, wenn die Früchte noch sehr saftig sind, reicht es, wenn hin und wieder umgerührt wird. Sobald das Mus anfängt, trockener zu werden, sollte man regelmäßig rühren, damit nichts anbrennt. Wenn man eine große Menge Pflaumen zu Mus verarbeiten möchte, ist es besser, man macht das im Backofen. Man gibt die Pflaumen in das tiefe Bratbackblech und lässt die Pflaumen bei 180 Grad backen. Allerdings müssen die Pflaumen auch im Backofen mindestens alle 10 Minuten durchgerührt werden. Eben habe ich Zucker an die Pflaumen gegeben. Vollreife Pflaumen sind sehr viel süßer als unreife und es wird entsprechend weniger Zucker benötigt. Da ich so wenig Zucker wie möglich verwenden möchte, habe ich lediglich 50 Gramm Zucker hinzugefügt. Wer es süßer haben will, nimmt mehr Zucker. Auch habe ich keinen Zimt oder sonstige Gewürze hinzugegeben, denn ich möchte den Geschmack der Pflaumen haben. Das entscheidet man nach eigenem Gutdünken. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie lange muss ich das Mus kochen? Es sollte nicht zu flüssig sein und zu fest sollte es ebenfalls nicht werden. Ein guter Indikator ist, wenn man beim Rühren das Mus mit dem Löffel zur Seite schiebt und der Pfannenboden sichtbar bleibt. Dann ist man auf dem richtigen Weg. Ich lasse es dann noch etwa 3 bis 4 Minuten weiter kochen, denn nach dem Erkalten wird das Mus noch ein wenig fester. Alles hängt natürlich von persönlichen Vorlieben ab. Der eine mag es fester, der andere flüssiger. Man kann auch immer noch etwas nachjustieren, indem man es später noch einmal aufkocht oder etwas Wasser dazugibt. Jetzt wird das Pflaumenmus in Gläser gefüllt und leider ist die Kamera beim ersten Glas nicht angesprungen, sodass ihr nun das Befüllen des zweiten Glases seht. Die Gläser müssen natürlich sauber sein und je kleiner sie sind, desto heißer sollten sie sein, damit sie nach ihrem Verschließen ein Vakuum bilden können. Zur Sicherheit prüfe ich aber nach dem vollständigen Erkalten der Gläser, ob die Deckel wirklich fest verschlossen sind, indem ich sie ohne Kraft versuche aufzudrehen. Ist mir das möglich, friere ich die Gläser ein, um die Haltbarkeit zu gewährleisten. Ich hoffe, ich konnte euch alle Fragen beantworten, wie man ein Pflaumenmus macht und ihr probiert es einmal aus. Zutaten und Mengenangaben braucht ihr dazu keine. Verlasst euch einfach auf euren Geschmack und euer Gefühl. Viel Spaß beim Einkochen und allseits guten Appetit!